Hi, ich bin der Günther, ich mache der Rude. Willkommen zur dritten Folge der Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke Challenge. Sehen wir es optimistisch. In der letzten Folge hat sich eins unserer größten Probleme gelöst, dass ich meinen Starter nicht entwickeln kann. Jetzt habe ich noch leider nur ein Pokémon. Und das ist ein Olaf Nym 500 genanntes Samurzel. Das sind nur... Ich weiß den deutschen Namen nicht. Kraftreserve. Nee, Kraftreserve ist was anderes. Auf jeden Fall eine Attacke, bei der es zwei Runden lang Energie sammelt und dann angreift. Mehr kann es nicht. Ich renne die ganze Zeit mit diesem einen Pokémon, das nicht mal richtig angreifen kann rum. Und ja. Ein bisschen unpraktisch. Vor allem bin ich in einem Teufelskreis. Ich kann mit dem Ding keine Trainer besiegen, weil es zu scheiße ist. Aber ohne Trainer zu besiegen, kriege ich keine neuen Pokebälle und ich brauche neue Team-Pokémon, weil durch die Trainer kriege ich ja Geld. Deswegen muss ich es probieren. Hallo. Jetzt habe ich halt übel Angst. Ich habe fast keine Items und muss eigentlich Trainer besiegen. Jetzt ist die Challenge rum. Wie geil die Folge beginnt. Oder? Warte, ist das Ding Psychoboden oder Geistboden? Ich glaube Psycho. Okay. Scheiße, macht das Schaden. Dieses Ding erhöht seine Defense. Hat der Trainer noch ein Pokémon? Ja. Das macht nichts. Und? Ich habe zwei Tränke. Zwei. Und jetzt habe ich verloren, weil das Ding meinen einzigen Angriff deaktiviert hat. Und Hypnose. Ja cool, nicht mehr deaktiviert. Der Trainer kostet mich mehr Kohle als er bringt. Wenn ich nicht aufwache, dann habe ich Pfanne. Kann mir eigentlich jemand sagen, wie ich immer noch leben kann? Hier. Wenn einfach... Wenn Olaf in den 500 einen gescheiten Angriff lehren würde... Außerdem hat das gerade nur 60 fucking Gold gebracht. Ich brauche 200 für einen Pokéball. Das rentiert sich überhaupt nicht, aber andererseits habe ich halt keine Chance ohne Items. Ich sag ja, ich stecke in einem Teufelskreis. Und nicht mal die Trainer helfen mir raus. Könnte ich mir überhaupt irgendwas leisten? Wo habe ich auf einmal 1000? Ich glaube, das ist ein Bug, Leute. Am Anfang des Spiels hatte ich auf einmal 1400 Poké-Dollar weniger. Und die habe ich jetzt wiederbekommen, glaube ich. Ich kann
kann mir zwar nur 3 holen, aber immerhin ein bisschen. Yay. Aber das ist auch jetzt mies. Anscheinend war das echt ein Bug. Ich probiere weiterzukommen, aber... Ha. Ich dodge auch schon einige Trainer. Warte, hier sind noch Bären, die darf ich nicht vernachlässigen. Ich brauche alle. Oh Mann, das ist noch nicht fertig. Mich habe ich schon mal besiegt. Jetzt bin ich im Wald. Hier hatte ich auch schon einen Versuch, ein Pokémon zu fangen, für die, die letzte Folge nicht gesehen haben. Und Pokéball! Das ist Hide and Seek, kein Pokémon! Hier müsste ein verstecktes Item. Ein Trank! Okay, ein wildes Pokémon. Das hätte es ja auch gehen, hätte ich aber vermutlich auch nicht bekommen. Ist halt so mies. Der Typ darf mich jetzt auch wieder nicht sehen. Ich krieg hier wieder einen Count. Vortrott, wow. Alter, ich bin halt übel angespannt. Dreh dich. Oh, wirklich. Es ist halt mies. As fuck. Der hat 4 Pokémon. Ich hab verloren. Und startet mit einem Fucklumander. One-Hit? Mhm, die Hälfte. Und der senkt meinen Angriff bis ins Unermessliche. Mein Angriff ist auf Minimum. Noch ein Pokémon, das mich sehr effektiv trifft. Ich muss es riskieren, zumindest 2 Runden verloren. Cool! Geile Challenge! Das macht Spaß! Cool! So gefällt mir eine Randomizer Nuzlocke. Ihr könnt die erste Bestrafung in die Kommentare schreiben. Aber es war behindert! Was hätte ich tun können? Ich habe mich die ganze Zeit irgendwie durchgekämpft. Ich wusste, dass das nervig werden kann. Aber... schon in der dritten Folge so frustriert. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir überlegt, ob ich die Challenge mache. Dann
hätte es vermutlich gelassen. Hier ist ja noch ein Trank. Jetzt kann ich immerhin versuchen, wieder Trainer zu besiegen. Und hier habe ich Siegelbeeren geplant. Hier habe ich schon alle Trainer besiegt. Der Typ da hatte seinen Scheiß Schuppet, wegen dem ich mal einen Sichlor verloren hatte, und dich habe ich vorhin besiegt. Das heißt, ich habe nicht mal wirklich Pokémon als Trainer zum Besiegen übrig. Wirklich. Ich bin dem Typen immer mit übelster Mühe ausgewichen. Und nicht da unten lang gegangen, weil ich dachte, das wäre ein Trainer. Auf dieser Route ist gefühlt keiner ein Trainer. Es wird mit jeder Minute frustrierender. Wahrscheinlich kann das Ding jetzt noch Juwelenkraft oder sowas. Junge, komm, Fragezeichen Man ist wenigstens stark. Dann ist es jetzt, denke ich, auch mal Zeit, so ungefähr zu erläutern, wie die Strafen aussehen können. Denn ich werde natürlich auch nicht alles machen, was ihr schreibt. Es sind alle Vorschläge an sich erlaubt, außer welche, die dauerhafte Wirkung haben, wenn ich es mal, also zum Beispiel irgendein Video oder so, das ich löschen soll. Geil, ich mach keinen Quatsch. Ja, oder irgendwie sowas, das ich nicht zeigen muss, oder was bringt das? Jetzt könnte ich theoretisch auch schon wieder zurückrennen. Ja, sonst könnt ihr alles vorschlagen. Wenn es so endet wie bei einer Challenge, die ich schon mal gemacht habe und keiner schreibt was, gucke ich mal, wenn mir irgendwas einfällt, dann mache ich das. Muss jetzt auch nicht in diesem Projekt sein, die Strafe übrigens. Ah, das heißt, das ist Verfolgung, okay, das geht voll klar, sowas ist gut. Vor allem habe ich jetzt was gegen Geist-Pokémon, oder was sehr Effektives. Stellt euch mal vor, dieses eine Level hätte Fragezeichen Man noch vor dem Einkampf im letzten Part erhalten. Dann wäre alles anders gelaufen. Dann wäre der letzte Part zwar nicht so fucking spannend geworden, aber dann hätte ich jetzt auch keine Niederlage, sondern vielleicht sogar schon ein drittes Team-Pokémon oder ein viertes, wenn es gut gelaufen wäre. Aber jetzt muss ich auch erstmal durch den ganzen Wald durch und gucken, wie ich damit mit meinen zwei Pokémon zurechtkomme. Wirklich noch ein Encount. Hey, das war sogar One-Hit. An sich muss ich ja auch noch dafür sorgen, dass hier der Olaf mit 500 eine sinnvolle Attacke bekommt. Und nicht nur so ein Zeug, das er im Moment hat. Hier bin ich auch umsonst auch ausgewichen. Das heißt, auf dieser Route gab es zwei Trainer. Und der einzige, den ich... Ach, stimmt. Der Typ hat ja trotzdem arschige Pokémon. Das ist jetzt halt richtig scheiße.
40 ab. Gehe ich auf sich? Ich würde sagen, tatsächlich einmal noch nein. Weil das Ding macht mir anscheinend. Ist es denn ernst? Er tötet mich jetzt mit zweimal Schnabel. Und wenn ich wechsle, ist. Alter. Dieser Trainer bringt mir jetzt noch einen zweiten Boost. Ich predikte das. Verfolgung. Oh, das macht gut Damage. Das macht gut Damage. Und er verschwendet seins. Damit ist sein zweites Pokémon tot. Hätte ich überhaupt eine Chance mit... Ah. Ernsthaft? Ich hätte keine Chance gehabt. Also war es ja gar nicht so schlimm. Hier, Fragezeichen, nein, kann das Ding zwar locker wegracken. Kriegt auch einiges an Erfahrung dafür, aber... Keine Ahnung, was das auf Deutsch ist. Du. Ja, okay, es macht keinen Damage. Absorber macht überhaupt nichts. Einen Schaden, sage ich. Ja. Und tot. Aber das hätte ich auf keinen Fall schaffen können. 48, das hat er gelobt. Ja, stimmt, er ist noch vorne, der Olaf. Das war eigentlich nicht der Plan. Geh du weg hier. Oh, Kacke, und Olaf muss 500 nicht leben. Wie viele Tränke habe ich? Ich will eigentlich jetzt nicht heilen. Paralyse Heiler, toll. Warum wusste ich das im letzten Grasbüschel wieder an? Pokémon Spawn. Das Ding hätte ich fangen können! Das wäre mir nicht entwischt! Ein Quitze habe ich noch. Das regt halt einfach auf. Vor allem, wenn einem dann eben noch so Pokémon entgegenlaufen, die man locker bekommen hätte. Another one to be found. Hello, have you seen any Pokémon called Skroomish around here? Im normalen Spiel hätte ich das sicher, aber... Ja gut, wir sind in einer Randomizer, falls du es nicht wusstest. Da gibt's hier kein Knilz. I really love that Pokémon. I was going to ambush you, but you had to dawdle and paddle backwards. Forever, didn't you? You're sick of waiting, so here I am. You Devon Researcher. Hand over those papers. Das ist ein Überfall von einem Team, das sich selber Team Aqua nennt, und das ist einer der Handlanger da. Und der Typ da unten arbeitet für die Devon Corporation, die stellen halt Zeug, ja. Hey, you're a Pokémon Trainer, aren't you? You've got heavy, please. What do you think you're doing? What do you're going to protect them? No one who crosses Team Aqua gets any mercy, not even a kid. Come on, battle me. Eigentlich ist Team Aqua der letzte Haufen Scheiße. Und die können absolut nichts. Aber in dieser Challenge kann jeder was Starkes auspacken. Das ist schon mal stärker als ein Team Aquas Durchschnitt. So.
Alter, 300! You've got some, I've meddling with Team Aqua. Come on and battle me again, I wish I could say it, but I'm not of Pokemon. And hey, we of Team Aqua are also something in Rossburg boat. I'll let you go today. That was awfully close. Thanks to you, he didn't rob me of these important papers. Now I'll give you a great ball as my thanks. Ein Superball. Hätte ich den früher bekommen, hätte ich vielleicht noch ein Pokémon. Und wäre nicht verreckt. Das macht einfach Spaß. Didn't that Team Aqua Fox say they were after something in Rustboro too? Well, it's a crisis, I can't be wasting time. Ja, verpiss dich. Boah, okay, der Typ ist kein Trainer. Weil ich glaube, ich sollte meine Pokémon... Warte, ich tu... Ich nehme tatsächlich einen Trank. Nein! Digga, du solltest den nicht halten, du solltest den trinken. Weißt du was? Dann halt nicht. Das wird zwar eh total in die Hose gehen, aber... Okay. Das hätte ich ja auch fangen können, aber ich glaube nicht, dass mir das viel weitergeholfen hätte. Ein Pokéball? Okay, ich habe ein paar Pokébälle. Das heißt, ich kann hoffen, dass ich auf der nächsten Route vielleicht ein neues Teammitglied bekomme. Pokémon. Und Luz. Nein, doch nicht Luz! Doch nicht Luz! Alter, was ein Lass! Das Ding ist Typ Käfergeist und kann nur von sehr effektiven Attacken getroffen werden. Aber ich hab ja jetzt was gegen Geist. Was bringt dir Härter? Du hast einen fucking KP. Alter, ich dachte schon. Ja. Okay, es ist nicht Seedraking. Selbe Farbe wie Fragezeichen Man heißt. Dass du gewinnst. Das hat sowieso überhaupt nichts miteinander zu tun, aber. Ich würde auch sagen, der Upload von dem Video. Ich habe kein Gegengift dabei, geil. Und jetzt nimmt Fragezeichen-Man weiter sterben. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's hier weiter. Der Upload dauert relativ lang, deswegen will ich die Folgen etwas kürzer halten als bisher. Also, bis dann. Ciao.